Hallo, mein Name ist Carlos Albrecht und ich bin Tonmeister von Beruf. Nicht nur Homeoffice ist in Corona-Zeiten ein Thema, auch Home Recording hat zugenommen und erfreut sich vieler Anwender. Hier Anfängerfehler zu vermeiden und Anregungen und Tipps zu geben, ist der Sinn und Zweck meiner Lehrvideos auf www.carlos-albrecht-tonmeister.de. Die kommenden Ausschnitte sollen einen Überblick geben über folgende Einzelvideos. Alles zu erwerben in dem Shop auf meiner Homepage. Hier nun diverse Sounds, wie sie nur durch Manipulation an der Bassdrum, das heißt also durch mechanische Veränderungen, entstanden sind. Es gibt bei der Bassdrum drei neuralgische Frequenzbereiche, durch deren Bearbeitung man schnell zu einem guten Ergebnis gelangt. Das ist einmal der Grundton, der so bei 50 und 60 Hertz liegt. Das ist der Kick, der zwischen 2 und 4. Neben vielen kleinen Variationen gibt es eigentlich nur drei Grundschlagarten auf der Snare. Das ist einmal der Fellschlag, dann ist es der Sidestick oder auch. Kommen wir zur Mikrofonierung der Snare. Was ich in den letzten Jahren immer wieder beobachtet habe, ist, dass die Snare mit zwei Mikrofonen aufgenommen wird. Am Schlagfell und zwar sehr, sehr dicht drauf und am Resonanzfell. Ich habe das eigentlich mein Leben lang vermieden, denn der Sound, der vom Schlagfell ausgeht, wenn das Mikrofon so. Wir kommen zur Hi-Hat. Die Hi-Hat hat zwei entgegengesetzt aufgezogene, gleich große Becken, von denen das untere mittels einer Schraube schräg gestellt ist. Warum macht man das? Becken müssen abgerollt werden, damit sie klingen. Wenn sie parallel aufeinander stoßen, dann wird der Luftwiderstand. Je nachdem, was ich für einen Winkel wähle, der Mikrofone zum Schlagfell hin, klingt der Eigenton. Da ein Stand-Tom auch einen längeren Kessel hat, ähnlich wie die Bassdrum, stellt sich hier die Frage, ob man ein Stand-Tom mit zwei Mikrofonen aufnehmen sollte. Einen wesentlichen Einfluss auf den Klang der Tom-Toms haben die Felle. Wie sich das auswirkt auf den Sound, hören wir uns mal an folgenden Klangbeispielen an. Man beachte, dass ab einem Abstand von 0,5 Metern ein Loch in der Mitte entstehen kann.